ein typischer Zuschauerkommentar. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich 3 Sterne bekommen kann? Ich bin Rathaus 12 mit anderen Karten. Okay. Das Einfachste ist, du brauchst immer die passende Armee zur passenden Base und machst damit einfach 3 Sterne, weil diese 3-Sterne-Garantie auf Rathäuser gibt es einfach nicht. Man kann nie sagen, nimm Elektrodrachen oder nimm Hybrid oder was auch immer, sondern es ist immer ganz individuell, je nach Base, was halt gerade passt. Aber Rathaus 12 ist im Moment ja auch nicht so mein Ding, habt ihr ja mitbekommen. Und damit erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, eine kurze Folge. Ich brauche viel Loot, Leute. Ich brauche sehr viel Loot, denn ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich hier doch noch ein Buch wieder verkaufen muss. Ich habe ja noch ein Heldenbuch und 2 noch im Pass und würde die natürlich ganz gerne einsetzen. Allerdings eigentlich für Pets, die ein bisschen länger laufen und nicht für Pets, die nur so einen Tag laufen oder so. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge, dass ich das alles nicht schaffe. Ich habe jetzt schon noch nicht mal mehr großartig hier Loot, dass ich mir eine Supertruppe kaufen kann. Ich habe nur 31. Ich meine, okay, die kostet 25, aber klärt sich gleich vielleicht die Frage. Ich will euch aber auch aufklären wegen den anderen Sachen. Kurz und knapp hier ein Video auf dem Mittwoch. Ich war gestern, habe ich kein Video gemacht, weil ich gestern Abend noch live war. Die Rogue-Geschichte ist weitgehend abgeschlossen, Leute. Also streamen werde ich das nicht mehr. Und ihr könnt natürlich noch weiterspielen, wenn ihr daran teilgenommen habt. Gar keine Frage. Allerdings möchte ich niemanden zu dem Spiel so hart zu überreden, dass er nicht mehr nach Clash of Clans wegkommt. Das haben wir nämlich schon mal gehabt, dass jemand sich in ein Spiel dann so hart verliebt hat, dass er dann gesagt hat, naja, ist ja viel besser als Clash of Clans. Ich spiele das nicht mehr. Das ist natürlich doof. Das ist nicht der richtige Ansatz, Leute. Also Clash of Clans in jedem Fall zocken. Während ich hier mal wieder keinen so guten Gegner finde. Wir brauchen ja Dunkles. Ich habe noch eine Hybridarmee dabei, aber danach, Leute, machen wir was ganz anderes. Also hiernach mache ich erstmal noch einen Drachenangriff, weil die in der Pipe sind. Aber danach mache ich was ganz anderes. Da könnt ihr euch dann drauf einstellen in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Streams, dass ich vermehrt nur meine CK-Angriffe mache und natürlich farme, wie bis der Arzt kommt. Aber erstmal einen Gegner finden. Eieiei, das hat jetzt mal echt lange gedauert. Aber okay, den nehmen wir mit. Weil der hat angemessene Ressourcen für uns. Ist noch so ein bisschen im Ausbau. Und dann ist es nicht ganz so schlimm. Wenn es auch nur ein 14er ist. Aber meine Dipperei, die funktioniert ja im Moment auch so gut wie er recht als schlecht. 1, 2, 3. Guck mal, Mauerbrecher, kommen die da durch? Ja, die kommen da tatsächlich durch. Das ist cool. Das ist cool. Mal sehen. Oh, 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 oh. Ah, da muss ich jetzt meine Queen hier schon so ein bisschen hart zünden. Ich habe auch gar keinen weiteren Wut, gar keinen weiteren Fries dabei. Wundert mich eigentlich gerade so ein bisschen, dass ich das nicht habe. Da muss ich die nämlich gleich zünden hier. Aber wollen wir mal noch nicht machen. Wir nehmen hier unseren Bori und nehmen hier unsere... Ja. Jetzt steht mir die Queen da. Aber egal, was willst du machen? Wieso habe ich nur einen Frost dabei, Mensch? Wieso habe ich nur einen Frost dabei? So, der Adler ist weg. Das ist nur Single Inferno. Und... Ah ja, okay, die sind noch dabei. Ich nehme die mal hier in die Pflicht. Und mein Bohrer wird ja auch noch irgendwo sein, denke ich mal. So, den Gift nehmen wir jetzt gleich hier beim King. Und hier so ein bisschen langsam. 5 Bogies. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein Magier. Jo. Koboldwoche, Leute. Es wird auf jeden Fall eine Koboldwoche sein. Ich zünde den mal sehen, ob dann der Inferno da fällt. Ah, noch nicht ganz. Okay, die mal auch. Nee, jetzt gehen die erst auf den King. Ah, die Miner gehen erst auf den King und gehen dann erst auf das Lager. Okay. Und der Single Inferno bleibt stehen, ne? Ja, das ist natürlich dusselig. Das ist natürlich dusselig. Ah, ne, jetzt ist er weg. Okay. Digi ist auch noch am Start. Sollte eigentlich passen. Okay, das waren jetzt auch die letzten Pokale, glaube ich, die ich gemacht habe. Vielleicht mache ich mit dem Angriff danach noch welche. Aber
Leute, ich wollte ein bisschen die Koboldwochen einläuten oder eine Koboldwoche einläuten. Klar könnte man jetzt natürlich sagen, nimm die Schleichis, Toto, aber ich will das Dunkle sparen. Ich will das Dunkle sparen. Ich habe mir schon eine Quick-Armee gemacht. So sieht's aus, Train. Und dementsprechend würde ich natürlich gerne die Schleichis nehmen, allerdings kosten die ja auch, was jetzt ein bisschen ja suboptimal ist, denn wie gesagt, ich will eigentlich jeden Tropfen sparen. Wenn ich es mir jetzt einmal ganz, ganz voll mache auf 370.000, kann ich vielleicht dann den nächsten Step hier noch gerade so jammen. Da müssen wir doch einen kleineren Helden machen. Mit 180.000 wird es auch schwierig in 4 Tagen, denn der Pass läuft in 6 Tagen aus. Und dann ist auch schon Liga. Ich will aber auch nicht so tief in der Liga sein. Also Probleme über Probleme über Probleme hier beim Thorsten. Wie macht ihr das mit dem Lot? Bildet ihr dann auch Kobolde aus? Ist euch die Liga egal? In so ein paar Tagen kriegen wir wahrscheinlich wieder irgendeinen Vierfachbonus, weißt du? Und dann gammel ich irgendwo in Champion rum oder so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen würde ich ganz gerne den Vierfachbonus immer in Titan 1 mitnehmen und dann wieder runtergehen und so ein bisschen Kobis farmen. Aber sehr, sehr unterschiedlich. Stand der Dinge zu den Events hier, beziehungsweise zu den News. Vielen lieben Dank, Leute. Unser Team ist mit 6 Leuten hier bei der WM, bei den Worlds WM, nicht voll, sondern wir haben noch einen Platz frei. Der ist noch nicht belegt. Aber mir fehlt auch noch eine Tech von, jemandem. Komme jetzt gerade nicht drauf, wer es ist. Aber mir fehlt noch eine Tech. Sonst kann ich das Team nicht anmelden. Und aber hat auf jeden Fall funktioniert. Wir sind jetzt schon hier 4 Leute, glaube ich, im Clan oder 5. Ne, 4 sind wir. Und oder 3. Und würden natürlich auch gerne in FCW dann spielen. 5 gegen 5, Auniratus 15. So ein bisschen zum Warmwerden. Also auch das hat funktioniert. Rogue hat auch funktioniert. Was hier nicht funktioniert hat, ich wundere mich immer wieder, dass hier unten immer wieder steht, please note, that old replays will not longer be available from the maintenance. Ja, wenn ich meinen Kunden sage, pass mal auf, Kunde, ich warte mal dein System, aber deine Daten sind danach erstmal weg. Ich glaube, da ist der Kunde nicht mit einverstanden. Also ich finde es schon ziemlich lame, dass hier immer die Wiederholungen nicht da sind. Und ich frage mich auch, warum ist das so? Was ist denn das für eine Datenbank? Wird das immer komplett überschrieben dann, sodass die Wiederholungen futsch sind? Oder warum kann man die nicht retten? Ich meine, ich rette meine Datensicherung ja auch über mehrere Tage, Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und hier sind die Wiederholungen immer nach so einer Wartung oftmals, nicht immer, aber oftmals weg. Und das habt ihr auch mitbekommen, der Skeleton Spell ist noch mal ein bisschen, oder der Graveyard Spell, der Friedhofszauber, ist noch mal reduziert worden. Ich meine, Supercell hätte gleich auch beim ersten Mal drauf kommen können, dass die Reduzierung nicht reicht. Ja, mal sehen, wie er trotzdem noch funktioniert. Der Recall Spell schafft jetzt 101 Truppen auf Max Level, also 101 Truppenkapazität. Das wären so summa summarum, würde ich sagen, zwei Eishunde oder 2 Golems mit noch ein bisschen Anhang, also viel, viel mehr Truppen für alle Level vor allen Dingen. Und der Long Shot ist jetzt auch wieder bei den Super Minions von 5 zu 6 erhöht worden. War wahrscheinlich ein bisschen zu schwach im Angriff. Sie sind ja genervt worden in der Defensive. Dadurch waren sie dann wahrscheinlich etwas zu schwach im Angriff. Deswegen hat die auch gar keine mehr genommen. Und okay, dass der Bug da beim Phoenix war, der dann die Clanburg ausgelöst hat, wenn er den Warden folgt. Natürlich ein bisschen komisch, weil der Warden ist eigentlich vor dem Ei. Habe ich immer so gedacht. Ja, okay, und die Laternen, wenn man sie denn abbaut, wenn man sie denn hat, ich habe glaube ich auch noch welche, die sind auch jetzt auch ein bisschen besser gewachsen hier. Dann kamen da wohl die anderen Laternen raus, also diese hier. Das ist auch behoben. Okay, so kurze Folge auf Mittwoch. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann wieder ab heute Abend. Und aber wie gesagt, dort haben wir dann erstmal die Grünen im Ausbildung bzw. im Kampf ohne Ende. Wir werden auch ein bisschen boosteln, ein bisschen CK sicherlich machen. Ganz normaler Mid-Clash, Leute. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clash.